wir haben heute noch ein paar neue Farben von diesem tollen A1 Kreativ Harz für euch, also für mich eigentlich. Aber wir zeigen euch natürlich, wie das aussieht, damit ihr wisst, wie das ist. Und bleibt einfach mal dran, ein paar Minuten, viel Spaß. Ich habe heute mein neues Paket bekommen mit den neuen Harzen. Also die gibt es ja schon, ja, jetzt vielleicht 4 Wochen oder so bei Stempelmühle. Da hatte ich mir zuerst Sandstein, Elfenbein, Eisen, also Rost und Schwarz bestellt. Und jetzt habe ich, ich muss alle davon haben. Jetzt habe ich hier noch Gold, Bronze und Terrakotta. Die wollen wir euch heute zeigen. Davon hatte ich schon mal ein Video gemacht. Da zeigen wir euch aber am Ende auch nochmal, wie die aussehen. Schwarz gieße ich, glaube ich, auch nochmal, damit ihr das seht. Das ist dann jetzt auch ein ganz besonderes Harz. Für alle die, die das erste Video nicht gesehen haben, erklären wir euch das jetzt nochmal. Das besteht immer aus einem Pulver und einer Flüssigkeit und ist auf Wasserbasis. Also es ist nicht giftig, chemisch. Keine Gase. Keine Gase. Ihr verätzt euch nicht oder sonst was. Ihr könntet jetzt ohne Handschuhe machen. Und das Tolle daran ist eben, dass man das farblich hat jetzt. Also man hat jetzt verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es noch mehr. Ich habe immer noch nicht alle. Verschiedene Varianten an Harzen. Ein so ein Set, hatte ich letztes Mal noch nicht gesagt, kostet, glaube ich, bei Wenke knapp 10 Euro, also 9,95 oder 9,99 oder sowas. Ich überschlage das immer mit 10 Euro, damit ich weiß, was das kostet. Und also man kann da auch eine ganze Menge mit gießen. Wir hatten es ja schon gemacht, wir zeigen euch jetzt mal, wie einfach das zu machen ist und ohne, dass ihr davor Angst haben braucht. Zu diesen tollen Harzen ist ja eigentlich eine Sorte Harz in verschiedenen Farben. Gibt es natürlich auch ganz wundervolle Formen, auch jetzt bei Stempelmühle zum Beispiel zu kaufen. Das sind jetzt hier ganz tolle Rahmen, Monogramme. Davon kommen demnächst dann ein ganzes Set mit allen Buchstaben. Aber ihr braucht dieses Anfangsset, ja, theoretisch jetzt nicht mehr einzeln kaufen, sondern das kommt ja dann als ganzes Set. Wer möchte, kann sich auch nur diese Rahmen einzeln kaufen. Die gibt es jetzt schon einzeln. Und dann hat man wenigstens diese tollen Rahmen, die sind wunderschön. Man muss nicht die ganzen Buchstaben dazu haben. Die Rahmen sind schon ganz alleine wunderbar. Die mache ich jetzt einfach mal in Goldfarbe. So ein Rahmen in Gold immer schon mal toll aussieht. Den kann man überall irgendwo hin machen. Jetzt besteht es ja immer aus einem Pulver und einer Flüssigkeit. Die Flüssigkeit muss man immer erstmal schütteln, damit sich alles, was jetzt hier am Boden sich abgesetzt hat, alles schön vermischt. Da sind nämlich dann immer die Farbpartikel und so was alles mit drin. Und dass das Pulver auch zusammengehalten wird. Wie gesagt, auf Wasserbasis. Das ist das erste Harz, was ich auf Wasserbasis gefunden habe. Das ist so edel, dass man da keine Handschuhe mehr braucht. Oder einen Mundschutz sollte man eventuell tragen. Wegen dem Pulver. Wegen dem Pulver, damit man das, ist wirklich ein ganz feines Pulver, dass man den Staub nicht einatmet. Du musst ja nicht rinpusten. Ja, sollst du nicht. Auf dem Deckel steht dann immer das Mischungsverhältnis drauf. Hier haben wir jetzt einmal Part A, ist dieses. Und Part B steht hier auch immer dran. Brauchen wir zweimal. Und da jetzt hier in diesem wieder so ein kleines Ding drin ist, sagt uns das aus. Wir müssen jetzt erstmal von diesem Goldpulver etwas in unsere Form machen, damit das Gold obendrauf schön zu sehen ist. Dafür nehmen wir einen ganz einfachen Pinsel und pinseln uns das auf. Nimmt man so ein bisschen das Pulver auf. Und hier kann ich jetzt wirklich sagen, diese tolle goldene Zeugs. Habe ich schon bei dem anderen damals gesagt, weil das einfach so wertvoll ist wie Gold, finde ich. Weil man da so tolle Sachen mitarbeiten kann. Dann hatte ich die Frage bekommen, ob man das auch für den Außenbereich benutzen kann. Habe ich mich natürlich nochmal schlau gemacht. Ja, es geht auch für den Außenbereich zu nutzen. Ist also wetterfest. So, jetzt muss ich erstmal überall dieses Pulver hin. Beim ersten Mal muss man leider immer schätzen, wie viel jetzt in die Form reinpasst an Material. Beim zweiten Mal wisst ihr das dann meistens schon. Ihr könnt euch das auch draufschreiben. Ihr könnt euch da einen Aufkleber drauf machen oder draufschreiben mit einem Stift, der auf Silikon hält. Ich mache mir beide Formen damit, weil Gold finde ich einfach wunderschön. Ach so? Dann hätten wir unsere Gartenmöbel ja doch in Gold machen können. Ja, aber Gartenmöbel in Gold finde ich jetzt wieder nicht so. Ich finde das schön. Ein richtig metallic glänzende Gartenmöbel. Das ist schon wieder zu dekadent. Na und? Man gönnt sich ja sonst nichts. Außer goldene Gartenmöbel. Ja. Aber du nicht willst, ja, da wehrst du dich mit Hände und Beine gegen. Ja. Natürlich. So, dann immer wieder schön das Pulver verschließen. Gut drauf aufpassen. Jetzt rühren wir uns unser Harz ein. Jetzt wird es nach Gewicht gemischt, nicht nach Volumen.
Also wirklich noch mal mischen. Deckel auf. Jetzt machen wir gleich 20 hiervon. Das lässt sich auch wirklich super portionieren durch diesen Strahl da. Ist auch viel besser als bei anderen, die ich bis jetzt so kannte. 20, oh super. Und dann, weil es ja 1 zu 2 ist, 40 von dem hier. Null Stellen. 40 von dem Pulver. Das fest noch ein bisschen umrühren. So, neu. 40. 40. 40. Nicht vergessen bis dahin, 40. 15. Ich habe das jetzt hier in so kleinen Silikon-Mischbechern. Die sind ganz super dafür. Das hatte ich bei eBay gefunden. 34. 38. Da habe ich mal so ein ganzes Set mit 8 Stück oder so was gekauft. 40. Jetzt muss man bei dem Harz auch keine Hektik verbreiten oder so was. Man hat alle Zeit der Welt, um damit zu arbeiten. Jetzt müssen wir das verrühren. Nehmen wir uns ein Rührstäbchen. Verrühren das und ist wirklich super ausgerechnet alles, dass das wirklich passt. Jetzt muss man so lange rühren, bis hier keine Klümpchen mehr drin ist, aber jetzt eine Flüssigkeit mit dem Pulver vermischen. Muss man wirklich gut mischen, dass das wirklich glatt wird. Solange wie noch Klümpchen sind, nochmal rühren, an der Wand, hier an den Rand so drücken, dass man die Klümpchen rauskriegt. So mache ich das jedenfalls immer. Rand. So, und dann hat man wirklich Zeit. Das ist nicht so eine Hektik wie so ein schnelles Harz. Ja, alles raus. So, dann alles schön vom Rand abkratzen. Das soll jetzt für Beete reichen, oder? Ja, das weiß ich noch nicht. Wenn man das die erste Form erstmal macht, dann muss man das ja erstmal ausprobieren. So, jetzt wird das hier eingegossen. Läuft auch relativ gut und wenn man jetzt da in diese Ritzen da nicht reinkommt, das macht man dann jetzt nochmal mit dem Stäbchen, mit dem Zahnstocher oder Holzstäbchen oder sowas. Ja, die sind ja schon groß, die Rahmen, also braucht man da zweimal. Halt richtig auskratzen. Nur nicht umkommen lassen. Nee, nicht umkommen lassen von dem Jutenzeug. Ist aber auch ein Riesenrahmen jetzt hier. Und so ein Holzstäbchen, Zahnstocher, also man hat ja die Zeit, um damit gut zu arbeiten, hier rein in die ganzen Ritzen, Rillen, Riefen, damit wirklich jede Ecke auch ausgefüllt ist. Ich glaube, ich muss da noch ein bisschen was nachfüllen, aber das ist hier, dieser Rahmen ist ein bisschen kleiner, dann würde ich sagen, immer beide Rahmen gießen, dann hat man beim zweiten Mal dann genug von der Masse. So, denke mal. Reicht für das Erste. Reicht für das Erste. Das Flüssige habe ich jetzt hier 50 Gramm und das Doppelte nochmal an Trockenem sind dann 100 Gramm, also 150 Gramm insgesamt. Meine Güte. Sind aber auch zwei richtig große Rahmen. So, und jetzt schön klopfen, dass das überall hinläuft, überall hin ruckeln kann. Könnt ihr euch mal so, da läuft auch nicht raus. Also das ist so gut, dass das nicht rausläuft, aber sich trotzdem hier so bewegen lässt. Ist ein cooles Zeug. So, jetzt muss es trocknen. Braucht zwischen 30 und 60 Minuten. Ich sage immer, lass den ruhig eine Stunde Zeit. Hängt immer an der Umgebungstemperatur und was weiß ich, Luftfeuchtigkeit und was weiß ich, alles bei Harz so mit reinspielt. Lass der Sache eine Stunde Zeit und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Jetzt wollen wir Bronze ausprobieren. Auch wieder schütteln, wie immer. Dann haben wir eine schöne Form. Das ist jetzt hier so eine Schmetterlingsfrau. Schmetterlingsfee packe ich mir schon mal hin. Dann brauchen wir wieder einen neuen Messbecher. Dann haben wir hier die Farbe. Hier haben wir auch wieder 1 zu 2. Mal reingucken, ob da auch wieder irgendwas drin ist. Ja, sie ist ja fast gedacht. Und wenn sowas drin ist, heißt es immer einpinseln. Also da braucht man nicht lange eine Gebrauchsanweisung oder sonst was für lesen. Ist das drin? Pinseln. Aus. Guckt euch doch mal diese Farben an. Das ist richtig schön metallisch. Richtig tolles metallisches Harz und das auf Wasserbasis. Wahnsinn.
Bist begeistert, ja? Dass ich das ja immer bei den Amis gesehen, bei Hochanda und was weiß ich. Da ich immer sage, mit was arbeiten die da? Was ist das für ein Zeug? Ich konnte mir unter A1 Kreatives nicht vorstellen, wenn da... Das stand so in der Vorschau dann immer, habe mir das angeguckt, ja, und ich habe immer gedacht, das geht um diese schönen Formen hier, aber nee, das geht um dieses Harz, wenn die A1 Kreatives sagen, so heißt nämlich das Harz, das steht hier unten drauf, A1 Kreatives. Die Formen sind von Suri Design und kriegt man aber beides zusammen zu kaufen, das gehört irgendwie, die arbeiten zusammen, keine Ahnung. Die haben eine Kooperation. Jedenfalls kriegt man das beide zusammen, wie gesagt, jetzt bei Stempelmühle schon ganz tolle. Und da gibt es ja noch viel mehr Formen, als ich jetzt hier zeige. Ich zeige jetzt hier bloß vier. Vielleicht zeige ich am Ende noch mal ein paar andere Formen, dass ihr mal wisst, was da alles so bei ist. Die müsst ihr unbedingt haben, sagt er dann, wenn ihr die erstmal gesehen habt. Wollt ihr die genauso haben wie ich? Heutzutage sollte man alle zusammenhalten. Ja, man muss zusammenarbeiten, sagen wir ja immer. Und wir machen das auch gerne. Bloß nicht zu viel nehmen davon, das ist so kostbar. Hier ist hier noch drin. Braucht man keine Angst haben. Wenn jeder dem anderen die Butter auf dem Brot gönnt, dann kommt man am weitesten. Ja. Und das macht viel mehr Spaß zusammen als gegeneinander. So. Schütteln immer nicht vergessen, das ist ganz wichtig. Schüttel, schüttel, schüttel. Das brauchst du nicht sagen, das sieht man doch. Wie viel passt hier drin? Auch 20 Gramm. Damit muss. 20, ja. Schöne Farben. Wunderschön. Also, dass das so eine metallischen Farben sind. Und vor allem, du brauchst die ja jetzt dann nicht mehr extra bemalen oder so. Du kannst das jetzt einfach so gießen. Und wunderbar portionieren. Das ist das Schönste daran. Lässt sich auch ganz toll portionieren, alles. Wer sich so ein Spachtel hat, kann auch einen kleinen Löffel nehmen. Ja, kleine Löffel, die Amis und so, die haben da alle kleine Plastiklöffel. Habe ich auch schon mir beiseite gelegt gehabt mal, habe ich aber alles noch oben liegen, bin immer zu faul. Der Tisch hat es wieder geklaut. Der Tisch hat es geklaut. Ja, irgendwie verschwindet das immer alles. Oder waren die Borger. Oder so was haben wir hier auch. Ja, ja. Ich kann mir alles ordentlich wegpacken, aber das ist dann weg. Und nach 5 Jahren hat man es wieder gefunden. Ach, guck mal, was wir noch schönes liegen haben. Diese Becherchen immer schön da wieder reinmachen, damit ihr die auch immer wieder findet, wenn ihr die beim nächsten Mal braucht. Das ist immer so eine Sache. So, schön verrühren. Aber das mit den Borger, das kennen bestimmt viele Leute. Ich weiß es auch nicht. Das ist fürchterlich mit diesen Untermietern, die man so hat. Solange keine Kakerlaken sind. Nur Borger. Hier die Geschichte. Aber manchmal suche ich auch Sachen, die ich gar nicht gekauft habe. Ich war mir ganz sicher, ich habe zum Beispiel 3 Blümchenstanzen gekauft. Und weil ich die einfach nicht wiedergefunden habe, die dritte, habe ich mir dann mein eigenes Einkaufsvideo nochmal angeguckt. Es waren nur 2. Brauche ich die dritte also nicht mehr länger suchen. Das ist jetzt aber unheimlich, was du hier erzählst. Das ist gut, wenn man das auf Video hat. Das würde ich aber keinen erzählen, ey. Nee. Das kann er hinten losgehen. Hätte ich ja die Rechnung suchen müssen, aber so habe ich mir schnell das Video angeguckt und dann siehst du ja, was du gekauft hast. Ah, waren nur 2. Ich habe gesucht, wie blöde. So, also 20 Gramm von den Flüssigen braucht man schon. 60 insgesamt dann. So, und wie bei allem, immer wieder in die Ritzen, in jede kleine Rille, diese Harz reinmachen, mit dem Stäbchen zu Hilfe nehmen. Wenn er so eine filigrane Ritzchen Wenn man ist. So eine filigrane, ja, aber diese Formen hier, die sind wirklich ganz doll filigran, die sind ganz toll. Die toppen alles, was bis jetzt auf dem Markt war. Also ich habe schon wirklich mit vielen Formen gearbeitet, viele Sachen gesehen. Ich fand ja auch die von den Russen, diese Art Brustwert fand ich ja auch schon toll, aber mit dem hier nicht zu vergleichen. Also wundervolle Motive. Gut, jeder hat so sein Steckenpferd, die haben auch schöne Sachen. Aber das hier ist jetzt wirklich was
ganz besondere Motive und da kommen auch noch ganz tolle. Da könnt ihr euch bei Stempelmühle schon mal schlau machen. Ich werde das heute oder morgen bei mir auf der Seite auch noch posten, was für neue Formen kommen. Da könnt ihr schon vorbestellen. Ich weiß nicht, wie lange das dauert immer. Aber die sind so wunderschön, die müsst ihr euch reservieren, sonst kriegt ihr sie nicht mehr. Ich habe mir meine schon reserviert, obwohl ich nicht mal weiß, wie teuer die sind oder was da überhaupt kommt. Meine sind ohne immer, mich zu fragen. Ja, meine sind immer schon reserviert. So. Das ist ja, als wenn ich zum Doktor gehe. Herr Doktor, die ignorieren mich alle. Der Nächste bitte, ne? So, Bronze. Dann haben wir hier noch Terrakotta. Das ist auch eine schöne Variante an Harz, finde ich. Terrakotta gibt es sonst auch nirgendwo. Dann habe ich hier wieder eine schöne Form. Eine Violine. Die sieht ja edel aus. Violine mit Blümchen. Also die Fee hier muss man eigentlich haben. Kann man so schöne Sachen mitmachen. Ob für Erwachsene oder für Kinder. Und diese Violine hier, die kann man auch überall draufsetzen. Das ist eigentlich ein Muss. Was ich noch nicht zu dem Harz gesagt habe, dass man da, dass das nicht biegsam ist. Das ist das einzigste Manko an diesem Harz. Aber es kann nicht jedes Material alles können. Das hier ist eben wunderbar bunt. Sieht eben klasse aus. Lässt sich ganz toll verarbeiten. Und wenn man was Biegsames haben möchte, muss man halt ein anderes Harz nehmen. Das übermalt man ja dann meistens auch, wenn man das biegsam haben möchte. Und dieses hier kann man halt so gleich verwenden. Und ich kann mir gut vorstellen, Terrakotta oder Rosteiren hier, Rost für Zahnräder und sowas, das ist auch ganz cool, ganz edel. Und dann brauchst du die nicht mal groß anmalen, sondern hast das schon fertig. So, hier brauchen wir auch wieder 20 Gramm. Also da seht ihr, dass das relativ große Formen sind. Hier, handgroß. Das haben wir jetzt nicht gesehen. Handgroß. Naja, eine Übertreibung. Fast. Und dabei hast du so eine kleine Kinderhände. Du bist ein Spinner. Also das sind schon richtig große Formen. Im Gegensatz zu den anderen, die ich sonst immer hatte. Da hast du dann so ein kleines Motivchen. Hier bei Terrakotta ist jetzt nichts weiter drin. Da ist nur das Pulver. Und die Flüssigkeit, auch wieder 40 jetzt. Ja. Das muss man sich immer merken, wie viel man drin gemacht hat. Wenn man dann dabei sappelt, ist das immer alles nicht mehr so einfach mit dem Merken. Entweder sappeln oder merken. Ja, wird immer schlimmer im Alter. Immer schlimmer, ich brauche immer Stift und Zettel an der Seite. Am besten ein kleines Notizbuch um Hals. Um Hals? Ja, damit ich immer was draufschreiben kann. Das geht mir ja alle so durch den Kopf, wie das aussehen würde, wenn ihr mit einem Notizbuch am Hals habt. Ja, ganz kleine. Das wird ein riesengroßes Drehbuch sein. So, da war jetzt, wie gesagt, nichts weiter zu beachten, also nur einrühren. Und dann hat man die Terrakotta-Farbe schon fertig. Gibt auch noch weißen Stein, weißen Sandstein. Wir hatten ja so einen gelben Sandstein. Zeigen wir euch gleich alle nochmal. So, und dann wieder einfüllen und wieder in die Ritzen da überall reinmachen. Auch eine schöne Farbe. Ist auch eine schöne Farbe, ja. Ich hatte mir erst nur die ersten vier da ausgesucht, aber habe dann gesagt, nee, wenn, dann muss man alle Farben haben. Das ist einfach, dann hast du eine riesen Auswahl, um deine Objekte da zu gestalten. Also für Mixed Media einfach edel. So, diese Schütteln und Klopfen immer nicht vergessen, weil die wirklich filigran sind, diese Formen, dass da wirklich überall was hinlaufen kann. Stäbchen. Stäbchen, ja, das war jetzt überlaufen ein bisschen. So. Da hatte ich zu viel drin gemacht an der Innenseite. Ausreden. Ja. So, und dann zeige ich euch einfach nochmal das schöne Schloss, weil das einfach so edel ist. Und das machen wir jetzt in Schwarz, weil Schwarz ist die Farbe, finde ich, die man einfach, am meisten braucht, die man einfach haben muss. An Schwarz kommt ihr nicht vorbei, die braucht ihr bei Mixed Media Sachen, die muss man einfach haben. Schwarz, ja. Da muss man immer genau gucken, Schwarz und Iron, wenn man beide Sachen hat, dann sieht es so gleich aus, wenn man die Flaschen nimmt. Immer lesen nicht vergessen. So, Schwarz, da ist jetzt auch nichts weiter zu beachten, nur das Flüssige und das Pulver. Machen wir auch wieder 20 Gramm locker. Man braucht da jetzt auch gar kein Trennmittel oder sowas für. Da werde ich auch immer wieder gefragt, ob man bei Harz dann ein Trennmittel reinmachen muss. Nein, muss man nicht. Muss jetzt nur hier erstmal die kleinen Sachen gießen, damit man die einigermaßen
hinkriegt. Das sind ganz kleine Drachen hier, die damit bei sind bei dem Schloss. Also für Mystik-Fans und sowas, dieses Schloss braucht ihr unbedingt. Auch für Märchenfans. Märchenfans, das ist ganz wichtig. Dieses Schloss ist wirklich, wirklich edel. Man kann da auch diesen Mond abschneiden, habe ich schon gesehen, wenn man jetzt den Mond da nicht dran haben möchte. Man kann da selber noch ein bisschen gestalten. Umdoktern. Umdoktern mit den ganzen Sachen. So, hier müsst ihr jetzt auch wieder mit dem Zahnstocher überall in diese Spitzen von den Türmen. Müsst ihr da ein bisschen nachhelfen. Nachhelfen, dass du da überall ein bisschen reinlaufen kann. Und wenn das dann alles soweit ist, dann nochmal aufditschen, wie wir das immer gemacht haben, so klopfen. Und dann ist es ja schon fertig. Und dann ist es schon soweit, dass wir trocknen lassen können. Hier muss noch was in die Spitze. Man kann das auch mit dem Spachtel oben abziehen, wenn wir jetzt hier wirklich irgendwo mal zu viel drauf haben. Dann kann man hier auch mal mit so einem Spachtel drüber ein bisschen glätten. Allround. Den Spachtel kriegst du nie wieder sauber. Natürlich, das mache ich gleich sauber. Ach so? Sofort. Kann man nämlich einfach so abwischen. Und dann ist das sauber. Den Rest kratzt man dann nachher ein bisschen ab. So, jetzt müssen wir hier erstmal klopfen. Jetzt lassen wir alles in Ruhe trocknen, also aushärten, eine Stunde lang, und dann können wir das aus der Form machen. So, wir haben das jetzt eine Stunde aushärten lassen. Hier haben wir jetzt die goldenen Sachen. Das trocknet jetzt in den nächsten Stunden auch noch ein bisschen nach. Also es ist noch ein bisschen feucht, wenn es aus der Form kommt. Ist halt wie, als wenn man Stein gießt oder so, nur dass es harz ist. Es kann euch auch passieren, dass mal ein Stück abbricht irgendwo. Ist aber nicht so wild bei Mixmedia. Ihr könnt es ja auch wieder auf dem Bild dann zusammenkleben. Also keine Panik schieben. Das ist nun mal so bei ja, Stein oder... Hier haben wir jetzt Terrakotta. Das wird alles noch so hell, wie das hier am Rand so ist. Man sieht, dass die Mitte noch nass ist. Wie gesagt, das trocknet noch. Hier haben wir jetzt Bronze. Was hat man jetzt? Die Bronze, genau. Bronze, Terrakotta, Gold. Und das Schwarz ist ja wohl edel. Man braucht das nicht mehr schwarz grundieren. Ihr braucht diese alle nicht mehr grundieren. Jetzt könnt ihr auf die ganzen gegossenen Teile mit euren Farben draufgehen, mit den Sprays draufgehen, mit den Wachsen draufgehen. Hier wie Inka-Gold oder sowas. Das könnt ihr gleich alles da drauf machen, ohne jetzt vorher eine... so ein Gesso drauf streichen zu müssen. Dafür ist das toll. Und deswegen sage ich, das ist eben wirklich was Schönes für Mixmedia-Sachen. Dafür ist das wirklich einfach edel. Und stellt euch doch mal hier Zahnräder draus vor. Oder aus Terrakotta. Oder gleich im Bronze. Ich wüsste ja nicht, welche. Die gieß mir von oder allen. Oder in Rost. Oder in Rost. Das ist so echt. Ich zeige euch mal die anderen noch schnell. Das hier wäre jetzt Sandstein. Dieses hier hinten. Das ist so gelblich. Sieht aber auch toll aus wie Stein. Also macht wirklich tolle Effekte, wenn man damit verschiedene Sachen gießt. Hier haben wir jetzt mal das Schwarz, einfach bloß mit ein bisschen Gold drüber. Sieht doch schon edel aus, also ganz klasse Sachen. Das hier wäre mal ein Teil mit dem Eiren, mit dem Rost gegossen, und das rostet immer noch nach. Wir können da immer noch ein bisschen Wasser drauf machen, auf die Stellen, wo wir jetzt noch mehr Rost haben wollen, dann rostet das einfach weiter. Und hier haben wir jetzt dieses Ivory Stone, das ist Elfenbein. Ich habe jetzt hier schon ein bisschen Farbe drauf gesprinkelt und hier war ein bisschen Schwarz drin. Also das wäre Ivory Stone, Elfenbein, sieht auch schön aus, ist auch ein schöner, cooler Effekt. Also die sind alle toll, ich könnte mich da ja nicht entscheiden, welches man nehmen soll. Sandstein, da habe ich bloß mal so einen Block mit gemacht oder hier mal so einen Kringel. Also die sehen alle toll aus. Ich glaube, jetzt habe ich euch erstmal wieder ein Floh und Ohr gesetzt. Diese Sachen müsst ihr natürlich auch alle haben. So ging es mir ja auch. Ich habe das jetzt nachbestellt, dass ich das unbedingt kriege, dass ich das habe. Jetzt kann man hier mit ganz vielen Farben arbeiten. Ich finde es edel. Ich bin ganz glücklich, dass das heute alles angekommen ist. Ihr wisst jetzt, wie das aussieht. Ihr müsst euch jetzt halt nur entscheiden, welche Farben ihr haben möchtet. Alle. Und wir werden demnächst damit dann Sachen basteln. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein. Denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird, stellen euch immer wieder das Neueste vor und verraten euch, wo man das kaufen kann.
Bleibt neugierig. Wunderschön. Ja.